Hallo, ich bin die Magdalena. Und wer bist du? Ich bin die Tiffany. Und wer bist du? Ich bin der Luca. Und wir sind heute alle in der Volksschule Rohrbach versammelt, weil heute ist Lesetag. Alle 14 Tage gibt es eine Buchverlosung. Heute war es wieder soweit. Alle, die gezogen wurden, bekamen einen Preis. Bitteschön. Ich sitze hier neben unserem Direktor Reinhard Schatzmann und möchte ihm jetzt gern ein paar Fragen stellen. Warum hast du den Leseklub gegründet? Weil mir das Lesen sehr am Herzen liegt. Ich habe als Kind schon mit Begeisterung gelesen. Und seit ich Lehrer bin, weiß ich natürlich auch, wie wichtig das Lesen ist. Das Lesen ist das Tor zur Welt, könnte man sagen. Ohne Lesen können tut man sich in jedem Bereich schwer. Auch wenn man rechnen will, muss man lesen können, damit man zum Beispiel Textaufgaben verstehen kann. Überall, wo man sich befindet, sind Schilder, die man entziffern muss. Stell dir vor, du bist in einem fremden Land und du kannst nicht lesen. Das ist ja schlimm, da findest du nicht einmal das WC. Alle die Bücher, die hier sind, haben Sie schon gelesen? Nein, natürlich nicht. Aber doch einen beträchtlichen Teil der Bücher, die da sind, habe ich gelesen, weil es mir eben wichtig ist, dass unsere Bücherei auch eine entsprechende Qualität aufweist. Und ich kann auch Bücher nur entsprechend weiterempfehlen und vorstellen, wenn ich sie selbst gelesen habe. Nur vom Klappentext funktioniert das nicht. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview, Herr Direktor, und ich muss jetzt wieder zurück in die Klasse. Ist gern geschehen. Viel Spaß in der Klasse. Danke. Als besonderes Highlight des Vormittages wurde anschließend an die Buchverlosung ein Lesebogen gebildet. Jeder hatte ein Buch dabei und las seinem Partner ein kurzes Stück daraus vor. Auf ein Signal des Direktors wechselten dann die Rollen. Nach einem weiteren Signal setzte sich der Lesebogen in Richtung öffentliche Bücherei in Bewegung. Dort angekommen, ließen die Kinder den Vormittag ausklingen.